Jo, hallo liebe Leute, weiter geht's mit Fishing Planet. Ja, und es geht nahtlos da weiter, wo ich im letzten Video aufgehört habe. Da habt ihr gerade einen fliegenden Fisch gesehen. Den Bug haben sie auch immer noch nicht rausbekommen. Entweder sie beißen vernünftig oder sie fliegen 30, 40 Meter hoch in die Luft, wenn man die Angel in die Hand nimmt. Und sind natürlich nicht am Haken. Ja, ich bin immer noch hier auf dieser Spur unterwegs. So. Muss mich mal ein bisschen gerade stellen, so. Damit ich sehe, jo, ich bin genau auf die Markierung zu. Super. So will ich das. Und dann muss ich leicht nördlich ausweichen bis zur nächsten Markierung. So, von mir aus kann jetzt was beißen. Habe ich nichts dagegen. Ausrüstung ist immer noch die gleiche wie im letzten Video. Alles noch das gleiche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wo ist das denn? Nordöstliche Teil. Dann geht es ein bisschen in den Norden hoch und dann geht es wieder ein bisschen südlich, aber dann hauptsächlich westlich. Erst ein bisschen südlich und dann wieder ein bisschen nördlich. Und da beißt jetzt endlich was. Sehr schön. Schauen wir mal, was wir da haben, ne? Das kann wieder ein bisschen dauern. Scheint aber kein Riese zu sein. Dafür geht er zu leicht rein. Muss noch nie mal gegafft werden, nur 58 Kilo nur, 5.553 XP nur, 26.000 Cash in der Tasche, ja, ist nicht so das Wahre. Dann wollen wir wieder ein bisschen Gas geben, ne? Und hoffen, dass der nächste wieder ein bisschen größer ist, ne? Drills dauern dann zwar länger, aber gibt auch deutlich mehr XP. Ja, der ist auch wieder weg. Immer noch viel zu viele Fehlbisse nach meinem Geschmack. Auch der ist wieder weg. Können die mal dranbleiben, bitte? Ich bin hier, um Fische zu fangen und nicht irgendwie die Rute in die Hand zu nehmen und wieder in den Ständer legen, in die Hand nehmen, in den Ständer legen, weil jedes Mal der Fisch weg ist wieder. Dafür bin ich nicht hierher gekommen. Aha, man muss nur meckern. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn, mit dem Fisch.
Ja, scheint aber auch kein Riese zu sein. Hält sich immer so um 50 Meter rum. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen dichter. Dafür geht er jetzt in die Tiefe. Und jetzt auch mal über 60. Und auch passt an die 70. Und schon hängt er wieder unterm Boot. Tut das denn Not, dass du dich versteckst unterm Boot? Du heißt doch nicht Claude. Er nimmt sogar das Gaff, das heißt, er hat über 60 oder oh, sogar über 80. Großaugen tun Trophy, aber auch nur 14.000 XP, 30.000 Cash. 14.000 XP, das ist so lächerlich. Die 5.000, also 20.000 XP bis jetzt erst. Dabei kann man hier mit einem Fisch zwischen 60 und 70.000 XP bekommen, wenn es der richtige ist. Der hat mich ganz schön weit zurückgezogen. Und ich muss wieder ein bisschen den Kurs korrigieren. Ich hoffe, es beißt nochmal ein richtig großer hier. Vielleicht mal einer über 200 Kilo. Das wäre es mal. Na, bleibt er dran? Sieht so aus. So, ich hoffe, der ist jetzt mal ein bisschen größer hier, wenigstens über 100.
Ah, da geht schon wieder in die Tiefe. Uiuiui. Der will's aber wissen. Ah, wie lange dauert's? Was schätzt ihr? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, wie lange dieser Drill dauern wird. Aber nicht schummeln, ne? Nicht erst, wenn ich ihn rausgeholt habe. Dann sagen hier so und so lange hat es gedauert, also. Das geht natürlich nicht. Immer schön ehrlich bleiben. Weil ehrlich hat den längsten. Nicht Erich, sondern ehrlich, ne? Nicht verwechseln. Weil Erich ist ja vorne er, hinten ich, also auf der Schiene sind wir ja nicht. Boah, jetzt geht er nochmal richtig spazieren hier. Der Kollege. Kann man nochmal abwaschen gehen zwischendurch. Das Wohnzimmer da saugen. Ja, komm schön nach oben, komm. Putt, putt, putt. Ah ne, bist ja kein Huhn. Was macht man denn beim Pösch? Ja, die machen ja keine, die machen blub, 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 ne? Blasen blubbern lassen. Denn ich will ein Fisch im Wasser sein, im Flaschen grünen tiefen See. Ich will mit Wasser mich besaufen und paar Blasen blubbern lassen. Was ich denn will, das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun, was ich sonst nie tu, was ich sonst nicht kann und soll. Na? Jetzt ist er schon über 90 Meter, der geht immer tiefer. Das kann dauern. Und der hat garantiert über 100 Kilo. Obwohl er die 100 Meter nicht geknackt hat, ne? Würde mich freuen, wenn das wieder ein einzigartiger Großaugentun ist. Und wenn schon kein einzigartiger, dann wenigstens ein großer Trobi. Aber einzigartig wäre besser wegen XP, ne? Die geben ja wesentlich mehr XP. Weil vom Trophy zum Einzigartigen ist ja manchmal nur 1 Kilo Unterschied an der Grenze, ne? Vom Gewicht.
Und macht aber gleich irgendwie 30, 40, 50.000 XP mehr aus, irgendwie. Das ist ja das Verrückte. So, jetzt komm nach oben, komm. Ist auch langweilig da unten alleine. Hier oben ist viel schöner. Kommst an die frische Luft. Kannst mal die Sonne sehen. Er hängt schon wieder direkt unter mir. Und da haben wir ihn. Einzigartiger Großaugen. Nicht so groß wie mein erster, der hatte ja 183 Kilo. Aber 173 lasse ich mir auch gefallen, sind auch knapp 60.000 XP. Sehr schön. Machen wir mal wieder ein Bild, ne? Ja, ich hätte mal beim letzten Mal doch den Marlin nehmen sollen. Als Bild. So, das weg. Das Täfelchen wieder hier direkt runter. Und einmal, zweimal. Und sehr schön. So, was brauchen wir denn jetzt noch an Punkten? 1.000.000, 5.000. 50.000, 1.000.000, 50.000. Nicht ganz. 46.000, 1.000.000, 46.000. Immer noch. Das nimmt einfach kein Ende. So, jetzt muss ich erstmal wieder Kurskorrektur betreiben, wahrscheinlich. Ja, wir sind wieder bis zur letzten Markierung gezogen worden. So. Und noch einen schaffen wir noch fürs Video. Und dann ist auch da der Du, ne? Ja, bleibt er dran? Sieht so aus. Jo. Also schon drei Einzigartige an diesem Ingame-Tag. Weil ich habe ja nahtlos weitergemacht. Dann
gucken wir, was der Letzte auf die Waage bringt, ne? Der geht über 100 Meter. Ist das nochmal ein guter? Hier geht sogar über 120 Meter. Und das kann wieder dauern, weil die tun hier immer Mauern. Sollten wir besser lauern und das hier direkt am Boot. Dann werden sie schneller draußen. Reimt sich zwar nicht, aber wäre mir am liebsten. Und er geht wieder unter das Boot. Nee, nicht wieder so weit weg. Komm, lass nach. Komm einfach hoch. Das ist ganz einfach. Einfach nur nach oben schwimmen. Nee, nicht runter. Hoch. Die falsche Richtung, Meister. Hier oben bin ich. Ja, so ist brav. Und? Wer bist du, wie heißt du und warum? Ja, habe ich mir gedacht. Leider nur ein Trophy Marlin 129, aber gibt auch nochmal 26.800, also fast 27.000 XP. Ja, immer noch über 1 Million. Das ist noch ein langer Weg bis Level 90. Von Level 89 bis Level 90, da zieht sich aber auch. Boah. Heftig, heftig. Okay, Leute, das soll es dann von dem Video aber auch wieder gewesen sein. Ne? Ist ja nur ein kurzes Sonntagsvideo. Und wie es weitergeht, sehen wir in den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss.